Willkommen an alle, welche jetzt in den Übersetzungskanal gewechselt haben. Ihr werdet hier den Talk zum neues Protokoll-Framework hören am 34. Chaos Communication Congress. Übersetzt wird von mir Myrion sowie Florian. Und wir danken wie immer für jegliches Feedback, das ihr für uns auf Twitter @c3lingo oder unter dem Hashtag C3T habt. Und WireGuard, der VPN von Jason Dunfield, which I don't see around here. Anyways, the talk will focus about the noise protocol framework. What is the rationale behind it and how to use it? Please give him a hand of applause. All right, thank you everyone for being okay. Here. My name Danke, dass ihr hier seid. Mein Name ist Trevor Perrin. Ich bin ein Consultant, wenn es um Kryptographie und sicheres Protokolldesign geht. Und ich werde euch heute von einem Projekt erzählen, an dem ich die letzten paar Jahre gearbeitet habe. Und da geht es eben um dieses Noise-Protokoll-Framework. Es ist ein Framework, das euch unterstützt, Secure-Channel-Protokolle zu entwerfen. Das sind Sachen wie TLS oder SSH oder IPsec, wo man zwei Teilnehmer hat, welche gleichzeitig online sind, wie ein Client-Server-Verhältnis. Die wollen ein paar Nachrichten austauschen, um sich gegenseitig zu authentifizieren und einen geteilten Schlüssel zu finden, welche sie für weitere Kommunikation nutzen können. Sichere Protokolle sind so die Kerne der Kryptographie und meistens, wenn Kryptographie verwendet wird, dann wird sie in diesem Kontext verwendet. Es gibt auch andere Anwendungsfälle, aber Noise fokussiert auf diese Secure Channels und darüber werde ich in diesem Talk sprechen. Und da denken sicher viele Leute erstmal, warum? Da haben wir schon Sachen, da haben wir TLS, SSH, IPsec und das gibt es schon lange und da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin und die Leute haben die Bugs rausgesucht und es gab Features, warum wollen wir das von vorne nochmal machen und nochmal andere und neuere Protokolle entwerfen? Und das ist eine legitime Frage und ich denke, die will ich beantworten. Meine Gefühle dazu sind die folgenden. Was ein solches Protokoll macht, ist wirklich eine simple Sache. Ein paar Nachrichten hin und her schicken und den Channel aufsetzen. Und diese Protokolle sollten entsprechend auch simpel sein. Sie sollten simpel zum Entwerfen sein, simpel zu implementieren sein. Und die bestehenden sind sehr komplex und schwer zu erweitern und zu schwer zu erweitern für das, was sie eigentlich machen. Und ich denke, wir werden sie weiter erweitern müssen und neue Funktionen einbauen. Und darum ist es wichtig, dass und wir haben hier noch viel Platz, um uns zu verbessern hier. Und darum ist hier halt wichtig, dass wir bessere Protokolle haben und bessere Wege haben, diese Protokolle zu erstellen. Und Noise ist da ein Effort in diese Richtung, das hinzukriegen. Es hat noch nicht alle seine Ziele erreicht, es hat einige erreicht, aber wir arbeiten noch daran, das zu erweitern. Und wenn ich euch in den nächsten 20 Minuten überzeugt habe, Noise in eurem Protokoll Design-Herausforderungen zu benutzen, dann ist es gut. Was ich im Wesentlichen herüberbringen möchte, ist, wie dieses Protokoll arbeitet, die Komponenten, die darin eingehen, wie der Design Space aussieht. Und es ist wichtig, dass man das verstehen kann und dass das nicht einfach als schwarze Magie wirkt, das nur ein paar Zauberer verschenken. Und um diese Protokolle zu verstehen, braucht man einen kleinen Hintergrund in Kryptographie, die Krypto, die verwendet wird. Und das Hauptkonstrukt, das hier verwendet wird, ist das, was als authentifizierter Schlüsselaustausch bezeichnet wird. Das ist einfach eine Abfolge von Nachrichten, welche zwischen zwei teilnehmenden Parteien hin und her geht, um sich gegenseitig zu authentifizieren und einen geteilten geheimen Schlüssel zu etablieren. Und diese Schlüssel können unterschiedliche
Eigenschaften haben, sie können zukunftssicher sein, sie können einen Weg identifizieren, gegenseitig identifizieren, es kann sich unterscheiden darin, wie sie Identitäten handhaben, sie können sich zuerst gegenseitig kennen, sie können das hin und her schicken, vielleicht wollen sie diese Information erst schicken, wenn sie gewisse Verschlüsselung bereits haben, damit die Identitätsinformation verschlüsselt ist. Und da gibt es verschiedene Eigenschaften, es gibt verschiedene Arten von Kryptographie, die man einsetzen kann, die verschiedene Eigenschaften haben. Und da will ich ein bisschen expandieren. Die meisten Protokolle, die man kennt, die verwenden das auf etwa die gleiche Art. Entweder man verwendet Signaturen und dann Diffie-Hellman, das ist so typisch. In den letzten 10, 15 Jahren ist das Interesse daran gestiegen, Methoden zu verwenden, welche nur Diffie-Hellman basiert sind und keine Signaturen verwenden. Das wurde schon praktisch umgesetzt im NTOR und in einigen verschiedenen anderen Designs wie Knuckle, CurveCP und so weiter. Es gibt also ein Interesse daran, das zu machen, und Noyes will an dieser Idee arbeiten und damit weitermachen. Wir starten damit, nur auf den Schlüsselaustausch Teil eines AKE anzugucken. Das wird ein nicht authentifizierter Diffie-Hellman-Austausch sein. Man denkt über Diffie-Hellman nach, das gibt Alice und Bob, die einen privaten Key und einen öffentlichen Schlüssel haben, und sie tauschen ihre öffentlichen Schlüssel aus, kombinieren ihre öffentlichen und privaten Schlüssel und kriegen einen geheimen Schlüssel, der für beide der gleiche ist. Wenn man das in einen authentifizierten Schlüsselaustausch verwandeln will, müssen wir Authentifizierung hinzufügen. Wir können das machen, indem wir Signaturen in einem ganz konventionellen Weg hinzufügen. Einfach Bob schickt eine Signatur an Alice und Alice schickt eine verschlüsselte Signatur zurück. Das ist im Wesentlichen wie TLS 1.3 funktioniert. Du kriegst erst einen Schlüssel und dann tauschst du verschlüsselte Signaturen aus. Da ist nichts falsch an diesem Schema. Man kann nur gucken, was daran guckt, wenn man nicht darauf guckt, wie die Nachrichtenreihenfolge genau ist. Sobald sie einen geteilten Schlüssel haben, wissen sie, dass sie den gleichen Schlüssel haben. Replace these signatures with some sort of Diffie-Hellman, while still getting that same confidence and that same guarantee that the other party agrees on the ultimate final shared secret key we get. Sorry, bei dem Teil sind wir jetzt nicht nachgekommen. Ich werde einsetzen, sobald wir wieder nachkommen. Each party is going to sie können zusätzliche Schlüssel Key Pairs mit Signaturen auch ohne Signaturen entwickeln, welche nur für eine Verbindung verwendet werden, und können sich gegenseitig verifizieren, weil sie einen Hash machen aus allen Diffie-Hellman Schlüsseln, die hier verwendet werden. Und die einzige andere Partei, die das kann, die alle diese Informationen hat, ist das Bekannte gegenüber. Darum haben sie sich authentifizieren können, ohne Signaturen zu verwenden. Das ist ein gut verstandenes Protokoll, das gibt es einfach so. So, und jetzt zur Geschichte von Noyes. Vor ein paar Jahren war ich dran, verschiedene dieser Papers zu lesen, diese Diffie-Hellman-basierte Schlüsselaustausch, und habe mir angeschaut, wie geht das? Und die sind elegant, diese Protokolle, und die sind elegant, aber sie fangen immer alle von ganz vorne an. Und
Die bauen eben alle immer das separat neu auf und überlegen sich, ja, wie machen wir den Schlüssel, Ableitung, wie machen wir die Bestätigung und so weiter und so fort. Sie schreiben ihren eigenen Diffie-Hellman-Beweis. Es ist viel Arbeit. Und da wird viel Arbeit jedes Mal repliziert, um diese Protokolle zu erstellen. Und meine Idee war da halt, dass man halt ein Framework entwickelt, mit dem man viele verschiedene Protokolle in dieser Art entwickeln könnte, indem man einfach diese verschiedenen Bausteine unterschiedlich kombinieren könnte. Und da habe ich mit Mike Hamburg drüber geredet, der nennt das Strobe und das ist auf sogenannte schwammartige Kryptographie aufgesetzt. Und mit den Ideen von dort und meinen eigenen Ideen sind wir dazu gekommen, eine einfache Sprache zu entwickeln, welche Diffie-Hellman-Protokolle beschreiben kann. Und mit denen man diese verschiedenen Elemente beschreiben kann und diese auf unterschiedliche Arten kombinieren kann. Und das haben wir 2015 hingekriegt und es ist seither stabil. Und wir versuchen seither mehr und mehr um diesen Kern aufzubauen. Wir haben eine kleine Community mit einer Mailingliste, einer Webseite, mit Specs und einer Test Suite. Es gibt Open Source Libraries in verschiedenen bekannten Sprachen. Und es gibt jetzt einige auch Nutzer. WhatsApp benutzt Noise jetzt und WireGuard, ein Next Generation VPN Tunnel Projekt von Jason Donnenfeld. Benutzt auch ein Noise-Based Secure Channel Protocol und wir hören auch aus dem IoT viel Interesse, Leute, welche Anonymität gewähren wollen und Mixnet und auch aus dem zum Lightning-Netzwerk von Bitcoin. Und ich glaube, wir kriegen Interesse von Leuten, welche ein Custom Secure Channel Protocol für ihren Anwendungsfall haben wollen. Simple and efficient. Und sie wollen etwas Einfaches und Schnelles in ihrem Use Case. Das ist der Sweet Spot für Noise soweit. Das ist der Plan, was ich machen möchte. Ich möchte darüber reden, was die Komponenten eines sicheren Channel-Protokolls sind. Also das Protokoll ist und dann die Details ausführen. Secure Channel Protokolle haben alle ungefähr die gleiche Struktur. Sie starten mit einer Handshake-Phase, in der die beiden Parteien ein paar Pakete hin und her schicken, um einen gemeinsamen sicheren Schlüssel zu etablieren. Und dann die Transportphase. Das ist eine einfache Sache. Man benutzt dann einfach den geteilten Schlüssel, um Daten hin und her zu schicken. Da braucht man nicht drüber zu sagen. Die Handshake-Phase ist das, wo all die interessanten Sachen passieren. Die wichtigste Komponente ist der Authenticated Key Exchange, AKE. Aber viele Protokolle haben auch eine Art Verhandlungsphase, bevor sie sich auf den Rest einigen. Da einigen sie sich über die Art und die Parameter des AKE und welche Parameter für die Krypto benutzt wird. Das passiert logisch vor allem anderen, weil es alles andere determiniert, aber aus Effizienzgründen sind die Phasen typischerweise verschränkt. Es gibt eine initiale Nachricht vom Client, der spekulativ schon ein bestimmtes Protokoll benutzt, aber auch sagt, wenn der Server was anderes möchte, kann ich auch in andere Sachen und der Server kann dann sagen, benutze bitte dieses AKE und dieses Verschlüsselungsmechanismus. Insofern passieren diese Phasen teilweise gleichzeitig. Das macht es etwas komplizierter. Aber wenn wir ein Secure Channel Protokoll bauen, würden wir versuchen, diese Elemente zu füllen. Welche AKEs wollen wir benutzen? Wie wollen wir die Kryptographie instanzieren und wie wollen wir die Verhandlungsstruktur aufbauen, um diese Dinge auszuwählen. Wir wollen kein einzelnes AKE-Protokoll bauen, sondern ein Framework, um AKE-Protokolle zu bauen. Etwas Verwirrenderes.
Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen ein einzelnes Protokoll bauen. Da muss man harte Trade-offs machen, ob man bestimmte Features einbauen will oder ob man es einfacher halten will. Je mehr Features es gibt, desto mehr Entscheidungen muss man treffen, desto mehr Features gibt es, desto komplexer wird die Implementation, desto mehr Angriffsfläche hast du, besonders wenn in irgendeinem dieser Features ein Bug ist, hat der Angreifer Möglichkeit des Angreifen, wir haben ein mögliches Problem. Wir wollen Dinge haben, die viele Features haben, aber wir wollen es auch simpel halten. Deshalb brauchen wir kein einzelnes Protokoll, sondern ein Framework, bei dem wir alle diese Features und Möglichkeiten irgendwo an der Seite haben, wie eine Bibliothek. Und wenn wir ein konkretes Protokoll bauen, wählen wir ein Features aus und bauen eine einfache Kombination, das genau das tut, was wir wollen und nicht irgendwas, was wir nicht brauchen. Das heißt, mit Noise zu arbeiten, ist anders, als wenn man mit etwas wie TLS arbeitet. Bei den anderen Protokollen kann man nur machen, man nimmt eine TLS-Bibliothek, verweist sie an eine andere TLS-Bibliothek und sie reden miteinander und bestimmen dann die Parameter, die Schnittmenge der Verschlüsselungsalgorithmen. Das ist eine große Ingenieursleistung, aber es ist viel Komplexität. Bei Noise auf der anderen Seite muss man vorher denken, was man benutzen will, welche Nutzungsfälle man hat, welche Kryptographie man benutzen muss, welche Sequenz von Mitteilungen man benutzen will. Man tut es zusammen und kriegt etwas, was den eigenen Use Case löst, aber nicht viel anderes hat. Das ist eine andere Art, mit Protokollen zu arbeiten und darüber zu denken, aber ich denke, es ist die richtige Antwort für einen Haufen Fälle. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen ein Framework bauen, wo man verschiedene Sachen auswählen kann und die zusammensetzen kann und dann am Ende kommt man mit einer großen Breite an verschiedenen Protokollen raus. Und da mussten wir die Struktur von einem Secure Channel Protokoll nehmen und das sind die verschiedenen Elemente runterbrechen, damit man die zusammensetzen kann. Und wir machen das auf ein paar verschiedene Arten. Wir separieren alle die Stellen im Protokoll, wo zur Laufzeit Entscheidungen getroffen werden, damit wir daraus eine gerade Linie, linearen Code machen können. Weil wenn wir das so machen können, und da gibt es nichts außer vielleicht Fehlern, wenn da die Authentifizierung fehlschlägt, dann ist das sehr einfach zu testen, sehr einfach zum drüber nachdenken und Sachen rundherum designen. Und daher wird Noise sehr stark sich auch Mühe geben, die Leute dazu zu zwingen, diesen geradlinigen Code, der linear ist, zu bauen, weil damit ist man sicherer. Und das soll viele Laufzeitentscheidungen zur Designzeit verschieben. Aber es werden immer Entscheidungen übrig bleiben, welche Ciphers werden eingesetzt oder will man eine Zero-Round-Trip oder welcher Fallback wird es geben. Und unser Ziel ist halt, dass es ein Punkt geben wird, wo man eine Entscheidung treffen wird zur Laufzeit. Und da wählt man ein Noise-Protokoll aus. Und wenn man das mal ausgewählt hat, dann hat man diese lineare Abfolge von Code. Und das Noise-Protokoll, das man da auswählt, das wird eine AKE und ein Transport Phase sein. Und wir komprimieren damit all diese Entscheidungen an einen Punkt. Und um das machen können, zoomen wir jetzt mal in ein Noise-Protokoll rein und bauen das auch in einzelne Teile auf. Und da gibt es ein Handshake-Muster und das ist die abstrakte Ansicht auf ein AKE. Und da steht, ja, mach eine Art von Diffie-Hellman, verschlüssel die Hashes irgendwie. Es sagt einem nicht, welche Krypto verwenden sollen,
welche Krypto man verwenden soll, sondern es gibt eine Option und dann kann man das wieder zusammensetzen. Und das ganze Framework sieht dann etwa so aus. Wir haben diese zentrale Idee eines Noise-Protokolls. Da stecken wir die meiste Arbeit rein. Da hat es eine abstrakte Form, ein AKE, welches wir mit einem mit Krypto verbinden, um ein neues Protokoll zu machen. Und dann gibt es das das Verhandlungslayer, wo es nur darum geht, vom initialen Protokoll auf ein neues Protokoll zu wechseln. Und dann wird es noch das Codierungslayer, wo es darum geht, vielleicht wollen wir über TCP senden oder wir wollen über HTTP senden. Und das ist halt auch wiederum sehr abstrakt. Vielleicht müssen wir noch eine gewisse Codierung hinzufügen, damit wir es über ein gewisses Protokoll verschicken können. Und das wird der ganze Weg sein, wie wir Secure Channel Protokolle bauen. So, und jetzt der Hauptpunkt, mit dem man interagieren wird. Oder das Zentralstück ist das Noise-Protokoll. Und die Hauptart, wie man damit als Nutzer wird interagieren, ist, dass man einfach den Namen kennen muss. Wir wollen sehr präzise sein im Namen und das definiert dann das ganze Protokoll. Und hier haben wir ein neues Protokoll. Das ist eine konkrete, implementierbare Möglichkeit. Das ist das NX-Pattern. Das verwendet die Kurve 25519 mit AES-GCM-Verschlüsselung und SHA-256 als Hash. Und klar, wir können alle diese Sachen austauschen. Wir haben verschiedene Muster, wir haben unterschiedliche Kurven und die meisten der Noise Libraries können dieses Pattern, dieses Protokoll nehmen und daraus etwas bauen. Also diese Pattern-Idee, diese Namenskonvention, also wichtiger als die Namenskonvention zu verstehen, ist die einfache Sprache zu verstehen, auf der es gebraucht wird. Wir haben eine einfache Sprache, um eine Gruppe von abstrakten LKI-Nustern zu beschreiben. Wir haben Alice und Bob. Die haben beide vielleicht einen statischen Schlüssel und einen ephemeren Schlüssel. Und das Einzige, was wir ihnen erlauben, als Teil eines Protokolls, ist, ihre öffentlichen Schlüssel hin und her zu schicken und Diffie-Hellman-Operationen durchzuführen. Jedes Pattern benutzt ein paar. Sie können zum Beispiel die Static-Static-Operation oder die Static-Ephemeral von Alice. Und am Ende können Sie EE benutzen für Forward Sequency. Wir erlauben Ihnen, diese verschiedenen Schlüssel und Muster in verschiedene Arten zu benutzen. Lass uns ein paar Muster schnell zeigen. Dies hier ist einfach, dieses LKE ist einfache Public Key Kryptographie. Das bezeigt einfach, Alice verschlüsselt eine Mitteilung an Bob. Wir haben drei Punkte, das zeigt, wo Alice etwas weiß, bevor das Protokoll startet. Sie weiß Bobs Schlüssel, bevor sie anfängt. Sie schickt einfach einen ephemeren Schlüssel of the message she's sending to Bob. So that's just an ECIES or an ephemeral static. Entschuldigung, ich bin gerade etwas raus. We can make this more complicated. Wir können das komplizieren. Wir können davon ausgehen, dass beide gegenseitig ihre öffentlichen Schlüssel kommen und dann können wir die Status-Status-Verschlüsselung verwenden und dann kann sich alles auch bei Bob authentifizieren. Wir wollen dass Alice sich bei Bob authentifiziert und ihren Public Key schickt. Und das kann auch in den Transport-Payload gehen und damit können wir können es auch so machen, dass der Schlüssel jetzt eben von Alice in der Message verschickt wird. Damit muss Bob nicht mehr den statischen Schlüssel von Alice kennen und wir können den
statischen Schlüssel mit dem Output der ephemeren Schlüssel verschlüsseln und damit wird die Identität von Alice versteckt, obwohl Bob sie auch kennt. Wir können auch interaktive Protokolle anschauen und ein unauthentifiziertes nehmen, wo man einfach den ephemeren Schlüssel austauscht. Man kann Server-Authentifizierung haben, wo der Server seinen statischen Public Key mitschickt und dann damit Diffie-Hellman gemacht wird. Man kann davon ausgehen, dass der Server den, dass der Client den Public Key des Servers zuerst kennt, dann muss man den Server nicht nachträglich noch mitschicken. Und wir können damit auch eine Zero-Round-Trip-Encryption machen, weil wir können den ephemeren Schlüssel aus der zweiten in die erste Nachricht verschieben und sie verschlüsselt direkt an Bobs von der ersten Message weg und das kann man damit halt machen, weil man den Schlüssel schon kennt und das ginge nicht mit Signaturen, weil das wäre ja nur der Signing Key und nicht der Encryption Key und wir können damit beliebig komplizierte Protokolle entwickeln. Wir können nicht nur Zero Round Trip Authentication und Verschlüsselung machen. Doing an additional Diffie-Hellman. Wir können hier noch einen zusätzlichen Diffie-Hellman machen. Wir können, wenn wir das machen, dann sollten wir den Authentifizierung auch in der zweiten Nachricht dann nochmal mit ES authentifizieren, damit die Authentifizierung von Alice gegenüber Bob mit einem frischen Schlüssel basiert und nicht mit einem potenziell schon kompromittierten Schlüssel. Und das ist ziemlich nah an dem, was WireGuard macht übrigens. WireGuard hat dann noch einen pre-shared, einen vorgeteilten symmetrischen Schlüssel als Zusatzfeature und das haben wir designed mit Jay Donnenfeld, der WireGuard entwickelt und das wird noch überall reingemischt mit der Idee, dass man im Kontext eines VPN wenn man das im VPN verwendet, dann ist man entweder durch Diffie-Hellman oder den Pre-Shared Key geschützt. Und wenn jemand Diffie-Hellman breaken kann, dann ist man immer noch durch den PSK geschützt. Das ist im Post-Quanten-Kontext potenziell relevant. Und wir werden da wahrscheinlich weitere Features einbauen. Beispielsweise, um eben post-quantensichere Algorithmen einzubauen. Wir können auch wieder hingehen und einen Moment. Patterns and of noise protocols and how our approach to negotiation. Ja. And apply them even to more conventional AKEs. Und wir können diese ganzen Ideen nehmen und sie auch auf konventionellere AKEs anwenden. Und das sieht also letztendlich etwas so an. Wir haben einen ganz simple Verhandlungslayer, dann kommen wir zu diesem sehr linearen Noise-Protokoll, das man zusammensetzen kann, indem man ein abstraktes Pattern nimmt und das mit der Krypto eurer Wahl kombiniert. Und wir arbeiten an vielen Erweiterungen dafür und wir hören immer gerne von Leuten, die daran arbeiten wollen oder es für etwas verwenden wollen. Ihr könnt mehr Informationen auf unserer Webseite und der Mailingliste finden. Ich bin dafür da, angesprochen zu werden. Es gibt ein WireGuard-Meetup. Ich werde wahrscheinlich auch dort sein. Vielleicht wollt ihr auch zu Jason und den WireGuard-Leuten sprechen und im konkreten Fall sehen, wie das Zeug eingesetzt wird. Danke fürs Zuhören und vielleicht haben wir jetzt noch kurz Zeit für Fragen. Mikrofon 1. Test, okay. So in the context of like in dem Kontext von Mehrparteiensystemen, wenn eine Person, die entweder mehrere Geräte hat oder mehrere Schlüssel,
Gibt es da irgendwas, das man innerhalb von Noise benutzen kann, um damit zu arbeiten? Also, dass man Mitteilungen an beide Identitäten schicken kann? Oder eher etwas, wo eine zentrale Autorität gibt, die die Mitteilung verteilt? Da geht es darum, wie ein sicheres Nachrichtenprotokoll aussieht. Gibt es Gruppen? Was macht man, wenn nicht alle in der Gruppe gleichzeitig online sind und so? Das ist eine andere und komplexere Art von Protokollen. Und das ist nicht, was wir hier anschauen. Wir schauen hier einen gut verstandenen und simplen Design Space an, weil das glauben wir lösen zu können und haben darum diesen engen Ausblick gewählt und nicht dieses deutlich komplexere Themenfeld. Go. Hey, does Noise include any of the ratcheting or sort of key evolution over time properties that we've seen in protocols like this? Enthält Noise irgendwas wie Ratcheting oder Schlüsselfortschreibungseigenschaften? Nein, Noise ist ziemlich einfach. Es wird ein Schlüssel verhandelt und in der Transportphase wird dieser verwendet. Wir haben da Ideen gehabt, um aus dem Output einen neuen Schlüssel zu generieren und das ist schon drin. Man kann auf diesen neuen Schlüssel dann wechseln und so, dann hat man innerhalb vom Protokoll Forward Secrecy, aber wir wollen da nichts so ganz Kompliziertes umsetzen. When's the simple sales pitch for like use Noise over TLS? Was ist der einfache Sales Pitch, um Noise statt TLS zu benutzen? Also, der einfachste ist, wenn du wirklich willst, dass dein Protokoll etwas macht und du nicht so viel Code mitschleifen willst, der ganz viel macht. Wenn du ein perfekt an dich angepasstes Protokoll willst, das nur etwas richtig gut macht, dann nimm Noise. Vielen Dank.